Healer? Egal. Ich bin Hobby Paar. Wir machen nicht mal so ein bisschen Damage. Ich will die anderen Klassen im Grunde Boden genervt. Zum Beispiel ich, der Krieger. Boah, ey, da kann sich was gefasst machen. Ne? Ja, das ist so witzig. Dann kann ich endlich der Pazifist sein, den ich immer sein wollte. Den ich immer sein wollte? Ich weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe, aber da war ich schon committed. Dann gibt es Action keine. Wenn Community es merkt, denken sie, oh ja, da mache ich kommen, wenn der Part vorbei ist. Dann gucken sie schon den nächsten Part. Ich hab's nur falsch verstanden. Und dann dachte ich, ach, give it a try. Ja. Hätte ich mal Pre-Fire gemacht. Ach man, die Mobs mal einfach was zu fallen konnte. Dann einfach nicht irgendwie. Das ist doch nicht schlimm. Ich hör auf dich. Das glaube ich nicht, Körper. Tschüss, Hugo. Tschüss, Hugo. Wohl geviert. Ist so lange stehen lassen, dass er schon Beine gekriegt hat? Tschüss, Hugo. Sehen Sie ihn ja, ey. Da siehst du noch so was im Augenwinkel, wie er gerade aus der Tür rausschleicht. Mit schlechtem Gewissen noch ein bisschen. Immer sagt Hugo, tschüss, Hugo. Kojo wusste, dass ich irgendwann so kommen müsste. Ich vermisse ein bisschen unseren alten Religionsunterricht bei Herr Thiel. Irgendwie war es aus. Ja, das ist richtig. Hätte man noch über alles philosophieren können, auch wenn Tier sich das immer anders vorgestellt hat. Ja. Auch wenn es für die anderen deprimierend war, wenn wir in einem Argumentationsteam zusammen waren. Ja. Tja, da war nicht viel zu arbeiten für die anderen. Wenn es mir im Nachhinein ein bisschen leid tut, dass wir die Religionshausaufgaben gemacht haben. Und trotzdem ziemlich aus dem Hausaufgaben vorlesen. Ja, was habt ihr? Mein Gott, sie alle zu Knechtkirche. Oh, das ist ja alles mit drin, den schreibe ich mir auf. Okay, ich habe den einen Knopf nicht getroffen. Cool. Nein, was? Das ist cool in Ruhe. So geil, irgendwie, aber irgendwie brauchst du nicht. Das Leder nicht? Ja. Das braucht niemand, wenn man das geil. Aber es sieht super hart aus. Ich hab's mir ja angeguckt. Natsch. Du kannst immer noch machen. Ich mach's immer noch, du musst mir nur helfen. Mich nur helfen? Ich helfe dich, weißt du? Das sieht fast aus wie meins. Ach ja. Oh, ich hab immer keine Lust, den das zu werden. Den zu assimilieren? So. Ja, sie zu assimilieren, hab ich immer gern das. Das stimmt. Deswegen wurde ich auch aus dem Borg-Continuum rausgeworfen. Ich habe jetzt echt keine Lust, ihn zu assimilieren. Oh. Nicht schon wieder. Sind es denn moralische Gründe? Ich habe keine Lust. Der Typ soll endlich mal stehen bleiben. Assimilieren ist so. Tu es. Nasvidaniya.
Egal, ich bin Auto. Oh shit, schweben. Ich komme zurück. Ich kann steigen. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Sagte er und dann wird er umgebrannt. Mal für den Puppe. Da ist die Flucht aus Turnhorn. Aber diese Gruppe ist zu schwach. Okay. Also vom Damage her so geht eigentlich, aber. Vom Level her nicht machbar. Aber schöne neue Inni zu haben. Schöne neue Inni, das Buch. Ein psychotraumatischer Endzeitkrimi. Oh mein Gott! Oh, was ein geiles Ding, weißt du? Da schreibt einer ein Buch. Ich kann nur wegen diesem Buch eine ganz neue Kategorie erschaffen werden. Oh mein Gott. Monumentale Wortfallskrimi. Ich wusste auch nie das nächste Wort, bevor ich gesagt habe. Das geht nicht. Da kommen sie in Flow. Und passt halt trotzdem alles. Und Quest gibt's hier immer noch nicht. Questfreie Zone. L-Harbert Questfreie Zone. Eine Biografie. Der Arbeitstitel war, wie ich nie vorankam. Ein seltsames Schwellengebiet hier. Seltsame Schwellung, wie du meinst. Cool, wir sind hier im Internet. Für eine coole Karre, das ist. Noch sind wir nicht im Internet. Nur wenn der Upload reibungslos verläuft, ohne Sabotage. Zwinker. Kann nicht so gut zwinkern, weißt du genau. Das ja aus Tank und Healer. Wir können entweder nach Tele. Ja, das ist Tele. Teleridor zusätzlich Quest machen in der Wartezeit oder wir gehen ins Gasthaus. Wir gehen in ein Gasthaus. Ist das ein Gasthaus? Das ist kein Gasthaus. Das ist ein Gasthaus? Ne, aber es ist trotzdem ziemlich gemütlich. Sollte ein Gasthaus sein, denke ich. Ist das nicht ein Gasthaus? Das ist ein Gasthaus. Ich komme hingeschwebt. Hast du den Pfeifton gehört? Riecht schön, gleichmäßig, schnittig. Wie ein Vokal der Lust. Oh Gott. Haben wir eine Wasserflasche gesehen? So. Ich denke mal, wir machen das Level einfach mal schnell mit Inis, oder? Jo, knallen wir mal durch. Ich wollte nicht schon jetzt eine Anspielung machen gleich am Anfang, aber... Aber ist dir gelungen. Danke. Dann nehmen wir gleich Flucht aus Turnhold, oder? Ja, genau, die haben wir jetzt ja neu. Moment, ja, kurz Mann, zu Ende. Ja. Was beißt du da ab? Ein Baguette? So ähnlich, ein Ciabatta. So. Bist du auch gestattet? Aber ich möchte keine Baguettes in diesem Let's Play haben. Mit Schinken. Also geräucherte Schinken.
Vielleicht mehrere Schinken dann. Ja, es gibt noch gekochten Schinken, glaube ich. Noobs essen ja gekochten Schinken. Die hatten im Geräucherten. Da sind diese Franzosen bestimmt, die kochen ja alles, sogar Frösche. Und dann am Ende jedes Krieges kochen sie voll gut. Tja, kann man nichts machen. Eigentlich sind die ja nie so richtig in den Krieg eingestiegen, weil erst der Gegner immer Deutschland war. Das stimmt. Wenn man schnell wieder vorbei. Noch einen Happen. Schön geröstet im Backofen. Das Ciabatta. So schmeckt's. Freut mich für dich. Ja. Ist auch wichtig, dass es dir schmeckt. Ja. Toll. Ja. Krümelige Beseitigung. Ein Schlachtfeld, ihr bisschen Ausmaß. Episch ist daran gar nichts, das ist aber nur traurig. So. Und jetzt sehen wir eine neue Ini. Hat überhaupt nicht inszeniert gewirkt. Weiß noch nicht, aber zu gewirkt. Na, na, na. Oh, oh, oh. Ich muss jetzt den Wasserspender, ich muss auch auf Go drücken. Ja. Ist das Wurst, was er immer nimmt, Alter? Na, ich habe heute den Wasserspender endlich mal wieder gereinigt. Es war so warm heute, dass ich mitkriege, ey, boah. Na, es war ganz schön stickig, sagen wir mal so. Einfach der Tod. Da dachte ich mir, ich brauche wieder eisgekühltes Wasser. Habe ich Wasserspender wieder klar gemacht. Neue Kartusche. Koja macht den nur sauber, wenn er frisches Wasser reinfüllt, weil er weiß, dann komme ich meist zu Besuch und ich möchte keine Wurstreste in meinem Wasser haben. Ist doch abgekocht, Scooby. Ja, aber das Wurststück leider auch. Das macht's nicht besser. Aber ist ja okay. Die Höhlen der Zeit. Episch. Ich hab dir erzählt, ich hab ja mal überlegt, eine Espresso-Maschine zu kaufen, so eine richtige. Habe ich mich ja beraten lassen von diesem Typen dabei, ja. Mediamarkt. Fingerabdruckscanner und whatever. Aber es sind Teil. Wo ist mein Mann? Ja, wollen wir, wenn wir Dings Man of War kaufen, wollen wir das so historisch, wie wir das immer machen mit Mediamarkt? Ich weiß nicht, ob es das da gibt, aber können wir machen, ne? Das ist ja so Tradition bei Awesome Games. Oh. Ich sehe schon, mit 3 Spielen kommen wir dann zurück. Hello Kitty World! Und erst mein kleiner Pony. Soul Squad, ne? Ja, dann kommt Scooby mit ihrem Awesome Game. Coach, das brauchen wir eigentlich auch. Dann kommt Coach. Wenn du dir eins aussuchen darfst, kann ich mir auch eins aussuchen. Und dann muss ich irgendwie so ein Gay-Spiel kaufen. Aber ich würde es machen. Du meinst gerade so.